ihr Lieben, es gibt einen Action-Haul. Ich fange als erstes mit den Sachen an, die mir besorgt wurden, die es also aktuell noch nicht in Berlin gibt. Liebe Gudrun, ganz liebe Grüße an dieser Stelle an dich und vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe mich so riesig gefreut. Zum einen handelt es sich dabei um das Bullet Journal, das ich ja auch im Original betreibe. Und ja, ich habe jetzt alle mal aufgemacht, damit ihr euch sie mal anschauen könnt, weil die sind alle farblich ein bisschen anders gestaltet. Und ja, das sind eben so Inspirationen, was dieses Bullet Journal ist und wie man es so führen kann. Also das sind eben komplett Blankoseiten, die man sich selbst gestalten kann. Und das ist hier so eine Monatsübersicht, nennt sich das, wo man dann so Ziele des Monats reinschreiben kann. Immer einen kleinen Spruch, ein bisschen Journaling, ein bisschen Doodeln. Doodeln bedeutet so kleine Figürchen malen. Hier ist eine Wochenübersicht und hier sind so, ja, Banner und Bordüren, wie man Seiten verzieren kann. Und hier dann auch immer nochmal ein Spruch, in diesem Fall dieser. Und ja, Bullet Journal bedeutet so Punkterasterpapier. Ich habe ja den Leuchtturm 1917 in Bronze und liebe ihn total. Da ist das Papier etwas dicker, hier sind nur 90 Gramm Papier. Was halt passiert, dass wenn ihr hier drauf schreibt, weil es fühlt sich so an, als wenn es gleich dick wäre. Kann ich gar nicht sagen. Vielleicht ist es auch beim Bullet Journal dünner. Ich weiß es nicht genau. Das ist halt, dass wenn ihr hier was schreibt, hier das durchsehen kann. Könnt. Aber das ist gar nicht schlimm. So, es gibt einmal diese Variante. Dann gibt es einmal diese hier. Die ist so türkis innen drin. Und die ist so aufgebaut. Ja, wobei, sie sind, nee, sind immer alles die gleichen Sprüche. Ja, aber halt immer farblich anders gestaltet. So, und dann, wie gesagt, auch sehr, sehr dick. Also der Leuchtturm ist nicht so dick. 150 Seiten sind ja wohl, doch. Da sind sogar mehr Seiten drin. Ja, da muss er dünner sein. So, dann haben wir diese Variante. Ich gehe gleich mal gucken. Hier sieht es ein bisschen anders aus, das Deckblatt. Belongs to, achso, mein Name. So, das. Hier ist so lila Mint. So, so und so. Dieses. Und dann noch dieses. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr am schönsten findet. Ich mag den hier am liebsten. Von der Farbgestaltung. Wobei der natürlich in Pink von innen auch cool ist. So. So. So, so, jetzt hole ich mal kurz meinen. Gleich mal eine Frage an die Leute, die Bullet Journal machen. Wenn ihr eine Idee habt, wo man dafür schöne Taschen bekommen kann oder irgendwer dafür draußen von euch eine hübsche nähen kann, meldet euch gern bei mir, weil die sind immer sehr mitgenommen. So, hier seht ihr, bis dahin bin ich schon fleißig am Werkeln. Und ja, das ist halt Sinn dessen, eben einfach alles aufzuschreiben, was einem so in den Sinn kommt. Hier habe ich so Stempeltest und Stifttest, damit man eben einfach sehen kann, wie die Sachen durchdrücken. Kann man jetzt natürlich hier nicht sehen, war auch sehr schlau. Hier sind meine ganzen Tombow Dual Brush Pens. Habe ich mir auch mal ausgedruckt, diese Vorlage gibt es. Und dann blätter ich mir mal so schnell mit euch durch, damit ihr gar nicht zu viel seht. Das will ich euch alles mal einzeln zeigen. Ja, das ist mein Bullet Journal. Und ich würde behaupten, die Seiten sind ein bisschen dünner. Er ist auch um einiges kleiner, der Leuchtturm. Das ist der A5. Und, ach ja, warte, ich wollte gucken, wie viele Seiten der hat. Weil da steht hier nämlich. Ja, der ist auf jeden Fall dünner, weil er hat 250 Seiten. Also dünneres Papier, meine ich. So, den packen wir weg. Dann machen wir weiter. Ich habe ein neues Geschenkband entdeckt. Und das finde ich so, so süß. Hier mit diesem Origami-Vogel. Und immer mit passenden Schleifen. Einmal diese, gab es glaube ich auch vier verschiedene neue. Und diese. Und hier so mit diesen Pflanzen. Einfach richtig schöne Farbkombi. Mit diesem Grün. Ich bin ja dem Kakteen Trend, der jetzt gerade aktuell kommt, komplett verfallen. Ich war den einen Tag bei Depot und habe noch nie so schöne Sachen gekauft. Noch nie. Da kommt noch ein Depot-Haul. Also ihr müsst euch unbedingt reinziehen. So traumhaft schön.
So, dann habe ich hier so einen kleinen Höckerchen gekauft, um Pflanzen aufzustellen. Finde ich total süß, so mit Felloptik. Das. Dann gab es, oder gibt es jetzt relativ neu, diese Bilderrahmen mit Poster. Und zwar 3 Stück sind da drin. Fand ich diese Variante sehr schön mit dem Flamingo. Ist die Größe 30x40. So. Allerdings hat man halt nur einen Rahmen, also da will ich dann mal gucken. Dann die zweite Variante, die ich davon genommen habe, ist diese hier. Finde ich auch richtig schön. Ja, ist so. Und dann gab es noch andere, aber die haben mir, wie gesagt, nicht so gefallen. Ich habe, ach so, wartet. Also die Bullet Journal, die waren jetzt von der lieben Gudrun. So wollte ich ja weitermachen, genau. Nee, wartet, dann machen wir weiter. Diese hier gab es in Berlin, keine Ahnung, aber ich habe sie auf jeden Fall nicht gesehen. Die hat sie mir mit ins Paket gepackt. Ist jetzt die Variante Gold und Rot, glaube ich. Juhu. Und das ist so Transferfolie, die man ja so auf klebrigem Material drauf machen kann und dann das halt das Gold annimmt. Ich werde es mal testen. Ich weiß nicht, also hier hinten könnt ihr das so sehen. Ich weiß nicht genau, welcher Kleber da gut funktioniert oder was man dafür braucht. Werde ich rausfinden. Das hat sie mir besorgt. Und dann, auch die gibt es hier bei uns noch nicht, hat sie mir die Vellum-Blöcke besorgt. Und was ich hier richtig cool finde, ist, dass bei diesem Block zum Beispiel, ja, ich blätter das jetzt nicht so schnell durch, weil seht ihr, ist halt, wenn ich das jetzt mit euch durchblätter, ihr seht es halt nicht so gut, weil immer der hintere so durchscheint. Seht ihr das? Sind auf jeden Fall immer 2 Blätter von jeder Variante drin. Aber die habt ihr sicherlich schon gesehen. Ja, dass die Blätter zu einigen Blöcken passen. Das hier kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Und dieses Streifenpapier, das habe ich euch in meinem letzten Haul gezeigt. Aber der hier, den kennt ihr doch alle, den Block, oder? Ja, das passt ideal. Und das ist natürlich genial, wenn man irgendwie eine Karte oder ein Mini-Album bastelt und dann halt das gleiche Papier nochmal so in Vellum hat. Mega. Richtig schön. Ja. Ja, diese beiden hat sie bekommen. Finde ich auch die schönsten, muss ich ehrlich sagen. Und dann hat sie nochmal 2 mit Schrift mir gekauft. Einmal dieses. Das ist bunt und Gold. Und einmal dieses. Das ist bunt und Silber. Und natürlich auch zum Thema Bullet Journal. Kann man sich halt so unter die Seite legen. Ach, das zeige ich euch auch mal. Dadurch, weil der ziemlich durchscheint, müsste das eigentlich funktionieren. Kann sich nur Stunden handeln. Naja, nicht so gut. Oder man müsste es dann beleuchten. Nee, kann man nicht so gut durchsehen. Ich dachte, könnte man besser durchsehen. Nee, doch, keine gute Idee gewesen. Ja, das. So, ich glaube, das war es, was ich von ihr bekommen habe. Aber wenn ich noch was sehe, sage ich ihr, dass ich das von ihr habe. So, in Berlin entdeckt diese. Finde ich mega, total toll. Hier in dem Fall, um so, ja, Karten und sowas aufzubewahren, gibt es einmal diese Variante. Dann diese, wo eigentlich Kräuter reinkommen. Ich werde da meine Stifte drin organisieren. Und dann gibt es hier dieses kleine Schränkchen, was ich auch total süß finde. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt noch eine vierte Variante. Ich bin mir nicht sicher. Die hat mir dann aber nicht gefallen. Ja, die kann man sich ja auch wahlweise selber gestalten. Und ist halt so aufgebaut, dass hier eben diese MDF-Platten drin sind. Dann ist hier dieses ganze Zeug, womit man die Sachen hier beklebt. Da kann ich euch mal ein Tutorial zeigen. Ich hatte diese Oster MDF-Deko-Zeug, den kleinen Igel da Tutorial gedreht. Und das ist im Prinzip genauso aufgebaut. Das. Dann habe ich bei, kennt ihr den Kanal Ideenmanufaktur? Boah, die macht mich schwach. Die macht mich wirklich schwach. Die hat so eine geile Art von einer Person und so eine Hammerart zu basteln. Aber ich weiß ganz genau, wie viel Arbeit in deren Video, in ihrem Video steckt. Weil die präsentiert uns ihre Machwerke alles mit vorbereitetem Material. So, und da musst du erstmal vorher ganz schön dir Gedanken machen, wie und was du brauchst und wo und keine Ahnung was, zuschneiden und. Und perfekt. Auf jeden Fall hat sie da mal eine Karte, nee, das habe ich gar nicht gekauft, für eine Freundin irgendwie, herzlich willkommen zurück oder so, keine Ahnung. Und da hat sie halt, huch, so ein Holzteil von diesen Karten hier verwendet. Und das hat mich, ja, total inspiriert. Und ich dachte halt gerade so Albumcover oder eben wirklich hier so Babykarte oder Valentinskarte. Hier auch nochmal. Und
Ja, fand ich total coole Idee, musste ich mitnehmen. Und dann habe ich da auch diese Karten hier entdeckt. Und zwar haben die hier oben so zwei Ringe. Und es ist halt Pappe, richtig stabile Pappe. Ideal, um als Cover zu benutzen. Und eventuell dann hier die Löcher auch zu übernehmen mit Buchringe. Und dann, dass man das so dann zum Beispiel aufklappen kann. Total genial. Das hier habe ich vor einer ganzen Weile euch auch schon mal gezeigt. Thema Kaktus, ja, das ist süßes Cover, aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr nicht wisst, so, ja, Graupappe, wo kriege ich das her und, sind diese Grußkarten ideal, weil es ist richtig stabile Pappe und das ist eine Klappkarte und die ihr dann einfach hier zerschneiden könnt, schon habt ihr Vorder- und Rückseite. Die kann man sich dann halt noch so selber gestalten. Genial. So, zum Do-it-yourself-Thema. Ich fand ja diese Wandbilder immer nicht so knorke, aber die beiden sind schon irgendwie geil. Hier der Hirsch mit der Brille und der Hirsch hier mit dem Hut, die haben mir gut gefallen. Die mussten mit. Die sind halt dann so, jetzt wollte ich schon so zeigen, so 3D aufgebaut, dass sie halt richtig so von der Wand abstehen. Und ja, ich fand den total verrückt und durchgedreht und hier genauso den. Die beiden haben mir richtig gut gefallen. Da gibt es auch noch verschiedene Varianten. Heute ist ganz schön eng hier. So, dann gibt es neue Bänder in der Bastelabteilung. Ja, mit verschiedenen Mustern. Das hier in der Mitte jetzt ein bisschen, hallo, ein bisschen herbstlich. Hier so mit Kienappel und Eichhörnchen. Denn hier ist so ein Herz und hier so mit Sterne. Und ja, haben mir gut gefallen. Gab es ganz viele verschiedene. Ich habe jetzt mal die drei nur mitgenommen. Dann, weil ich ja wie gesagt total im Kakteenfieber momentan bin, habe ich mir den hier nochmal mitgenommen. Das ist dieser 3D-Stanzbogen, wo man sich halt so Karten selber draus gestalten kann. Oder. Und den finde ich richtig toll. Ich weiß auch gar nicht so wirklich, ob der neu ist. Das kann ich jetzt gar nicht hundertprozentig sagen. Dann gibt es in der Osterabteilung Federn, wobei ich die verhältnismäßig, ihr seht ja jetzt da den Preis, teuer finde für Action. Ah, ich habe sie trotzdem mitgenommen. In Braun und in Weiß. Dann habe ich bei Pinterest eine total coole Idee gesehen, Geburtstagskarten zu basteln. Und zwar hat da einer, derjenige wurde wahrscheinlich 37 und hat daraus Spielkarten genommen. Und die 3 und die 7 halt aus Spielkarten gemacht. Und das fand ich total cool. Und man könnte jetzt auch Valentinskarte, Herz König und Herz Dame nehmen oder hier irgendwie hier einen Gutschein, den Joker oder irgendwie sowas. Aber mit den Zahlen, das fand ich sehr witzig. Das hat mir gut gefallen. Auch in Berlin gibt es diese Spiegel-Sticker. Einmal diese Variante. Dann diese. Oder warte, wir machen mal so. Hier die in Silber. Und die in Silber. Warte mal kurz. Ach, da. Dann gibt es diese in Gold. Was ist das? Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Soll es ein Handy sein oder dieses? Ja, Idee-Manufaktur, ich hatte es ja vorhin erwähnt, hier Einhorn. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Oh Gott, ich suchte diesen Kanal so, so sehr. Mega. Das. Dann hatte ich auch in meinem letzten, vorletzten Haul, keine Ahnung, euch gezeigt, ich habe mir so zwei Federtaschen geholt. Ich fand die jetzt nochmal ganz schön, weil also Federtaschen kosten mir Action ja auch mal gar nichts. Und ja, die sieht so total glitzernd, aber sie ist glatt. Also da ist keine Struktur, nichts. Und ja, das ist doch, hallo, wenn das nicht Glamour pur ist, dann weiß ich auch nicht. So, dann, das hatte ich in irgendeiner Gruppe gesehen, gar kein Video. War dann einfach so am Stöbern. Wir haben gleich wieder das Thema Kaktus. In der Bastelabteilung, guckst du, was neu ist. Und da gibt es diese Sticker neu. Und die hatte ich, wie gesagt, schon bei Facebook gesehen. Die habe ich jetzt in Oval, ups, und in Rund gefunden, durfte jeder zweimal mit. Und ja, wenn ich das richtig verstehe, Mini-Stick, Stickreißset, Rundinhalt, 4 Holzstickrahmen, 4 Farben Stickern, Sticklein, Sticknadel, Kette und Arbeitsanleitung. Achso, es wäre theoretisch eine Halskette, aber ja, total süß, so kleine Mini-Stickrahmen, genial. Diese durften mit. Dann auch. Ich bin ja durch das Bullet Journal natürlich in Bullet Journal Gruppen. Und es gibt hier so Gläser mit diesen Klammern. Und bitte, wie süß sind die denn? Wartet. Diese Variante gibt es noch. Also hier sind schwarz, weiß und goldene Klammern drin. Und halt allein schon das Glas ist doch genial. 12 Stück sind da drin. 19 mm Breite haben die. Diese
Dann gibt es hier mit Schwarz, Weiß und Pink. Und hier mit so Rosé, Gold, Schwarz und Weiß. Und ich finde die Gläser schon mal der Hammer und die Klammern sowieso. Und ja, gefällt mir gut, musste mit. Dann gibt es diese Schaumstoffhosen wieder neu. Lagen jetzt bei mir in der Valentinsabteilung. Hier in so einem Aprikot, in so einem Pink. Da sind halt, die sind mit Drähte, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Weiß ich jetzt nicht genau. So, in Pink, in Mint und in einem schönen Gelb. Und dann müsst ihr unbedingt mal drauf achten. Ihr seht ja bestimmt, im Moment ist es schwierig. Da kommen so Sachen raus, wo man denkt, ah, habe ich schon, brauche ich nicht. Ja, aber guckt mal genau hin. Die Holzbuchstaben sind momentan mit Glitzer. Silber, Gold und hier so irisierend. Total cool. Mir, ich habe es in einem französischen Haul gesehen, liebe ich auch total französische Action Hauls, weil die haben immer schon Sachen, die wir dann irgendwie bald kriegen. Und genauso wie holländische Action Hauls, mein Gott. Und in einem französischen Haul gesehen. Und bei mir, bei dem Action, ich gehe ja mal in Henningsdorf. Viele andere von euch gehen scheinbar auch mal in Henningsdorf einkaufen, das habe ich schon mitbekommen. Stand halt Buchstaben, denn weiß ich nicht, ich sag mal so, hier Buchstaben, Bänder und dann wieder Buchstaben. Und deswegen dachte ich, Moment mal, da ist doch irgendwas da, das, ne? Und dann habe ich hier diese Reihe durchgesucht und dann habe ich gesehen, da sind die Glitzerbuchstaben dabei. Das. Ja, dann habe ich hier so, Make Your Own Easter Decoration einfach mal mitgenommen. Eventuell um Osterkarten zu basteln. Ihr wisst ja, dass ich hier aus so kleinen Sachen ganz süße Ostersachen oder wenn man ein Osteralbum bastelt, weil da ist echt eine Menge drin. Ja, sieht so aus. Hier ist auch so ein kleiner Hase mit drin, Perlen und jede Menge Stanzteile. Gibt es diese Variante. Diese. Diese. Und ich glaube noch eine vierte. Aber ich habe nur die drei mitgenommen. So, dann hat mir von den A5-Blöcken dieser Block noch gefehlt. Ich habe ihn bekommen. Leute, das hat sich aber geleppert bei den A5-Blöcken. Also das muss ich ja mal sagen. Das hier finde ich so schön. Soll ich euch mal eine Sache von Depot zeigen? Nur mal, dass ihr mal ein Beispiel habt. Alter. Oh, so schön. Also, schaut euch unbedingt den Haul dazu an. Oder warte, ich habe noch eine Sache. So traumhaft schön Washi-Tape. Ah! Ich freue mich schon, den gleich abzudrehen und das dann endlich benutzen zu können. Ja, dieser. So, und dann hatte ich euch ja in meinem letzten Haul auch dieses Do-It-Yourself-Set gezeigt, wo so kleine Osterhasen bei waren, wo ich Karten daraus gebastelt habe oder euch Beispiele gezeigt habe, dass man daraus Karten basteln kann. Jetzt gibt es hier noch diese Girlande so mit Holzperlen und solchen Karten. Drei Stück. Ach, die kann man selber ausmalen. Schaut mal. Aha. Gibt es diese Variante, diese und diese. Ist ganz schön voll hier heute. Dann habe ich mir auch diese heißgeliebte eigentlich Kühlschrank irgendwas Aufbewahrung. Ach ja, für Wein. Aber ne, wir Bastler benutzen das für Stifte. Weil ich bin im Moment dabei, mein Zimmer komplett neu zu gestalten. Ich kann euch schon mal sagen, eine Roomtour wird noch eine Weile dauern, weil wir bauen die ganze Wohnung noch um. Weil hier ändert sich demnächst ein bisschen was. Nein, ich bin nicht schwanger. Und deswegen müssen wir hier so ein bisschen umziehen. Also Schlafzimmer wird Schlafzimmer zieht ins Bastelzimmer, Bastelzimmer zieht ins Wohnzimmer, Wohnzimmer zieht ins Schlafzimmer und ja, blablabla. Und im Bastelzimmer ist dann auch das Musikzimmer und blablabla. Und deswegen, erst wenn das steht, wird eventuell eine Roomtour kommen. Ich weiß es noch nicht. So, und dann gibt es ja hier diese Disney-Tags. Mega cool, übrigens passend. Hupsa. Kann ich euch auch zeigen. Hat mir auch die liebe Gudrun besorgt. Zu den Blöcken von Teddy. Tada. Komm im nächsten Haul. Oder übernächsten. Oder irgendwann. Schaut einfach rein. So, gibt es einmal diese. Und da sind 24 Stück drin. Also denke ich mal jeweils 4. Dann haben wir hier mit Mickey Maus und Goofy. Hä? Und Pluto und Donald. Und hier Prinzessinnen. Und so.
Und mit Minnie Maus und Mickey. Und so. Und das sind jetzt 5. Und die könnten mir mal sagen, welches mir fehlt. Hier mit Frozen. Weil sind doch bestimmt 6, oder? Und dann fand ich es auch total süß. Total unnützer Scheiß. Aber sie mussten einfach mit. Kugelschreiber in Einhorn-Style. Mit so Wackeleinhorn. Und Puschel. Und mit Flamingo. Da gab es noch andere. Aber da hat es doch Kaktus gegeben. Also ich sag euch, auf den Kaktuszug springe ich definitiv auf. So, das. Und ich glaube, ach nee, eine Sache noch zum Thema Aufbewahrung. Habe ich mir hier diese Henkel-Dinger gekauft. Ach, guck mal, ich sehe gerade, warte, ich muss mal schnell. Das ist ja natürlich auch cool. Kann ich euch jetzt das zeigen? Schaut mal. Die kann man hier hinten so ineinander hängen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, werden nicht viel halten, weil sind ganz dünnes Plastik. Mal schauen, was ich da reinmache. Waren auch nicht teuer, deswegen durften sie mit. Das war's zum Thema Action. Ich kann euch schon mal sagen, es kommt noch ein, ich weiß nicht, eventuell Mischmasch-Haul oder ich drehe das alles einzeln ab. Ich war bei Zenos, ich war bei, übrigens lustigerweise, das hier ist der Zenos-Haul. Ist ja jetzt Teddy. Steht schon drauf. Dann, wie gesagt, Depot traumhaft bei Tiger. 2 Euro, unglaublich. Dann. Und bei Teddy, wie gesagt. Genau. Ah, und bei Aldi. Da gab es auch schöne Sachen. So, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.